Willkommen zurück bei einem neuen Video. Heute geht es Stabi. Hauptsächlich, ja, Bauerig Stabilität. Und wir machen nur 10 Übungen, jeweils für 30 Sekunden, bis auf eine Übung, bis mir lang und 30 Sekunden Pause. Von der ich gut fühle, könnt ihr den natürlich immer weiter verlängern und eben die Übung 45 Sekunden machen. Oder halt 1 Minute, dann wieder gut keine Pause mehr. Wir machen mal 30 Sekunden Pause 4. Genau, an den 30 Sekunden, wo man Pause wird, noch den nächsten Exercice erklären, für den er Pratt sieht, wenn den geht, dass er schon an der Position sieht. Ich will mein Auer stehen die aus vom Handgelenk, weil wir werden es drehen, da kann ich schlecht auf Dauer gucken. An die lehne ich vier um mich, für dass wir genau wissen, wie es geht. So, ich starte den doch schon, an 30 Sekunden geht es da los. Den ersten Exercice, den wir machen, ist ganz normal breit. Ihr geht auf die Ellenbein. An der Face, Hanne. Und ihr sollt auch gucken, dass er so riecht wie möglich ist. Ihr könnt gerne den anderen freuen, den ich verbessert, für zu gucken, ob er richtig riecht, das alles an enger Linie. Guckt auf den Boden und probiert locker zu bleiben, er Bauch muss genug strengen, er den Hühner unzustrengen. Und wir fangen nach 5 Sekunden an. 3, 2, 1, alles. So, und dabei auch immer schön atmen. Und wie wenn die Übung schon seht, dass sie nicht brillt. Das heißt, wir probieren so ruhig wie möglich und so stabil wie möglich zu bleiben. So, haben wir schon die Halschen gepackt. Schön atmen dabei auch. Drei, zwei, ein, abhaus. So, die nächste Übung ist der seitliche Plank, der T-Shirt ganz auf der Seite, um ihr Lebow. Selbst wie bei dem normalen Plank, den wir gerade gemacht haben, auch heute stabil sind. Töpf drauf halen, ne, den Aufstand zur Matzoll sehen und dann halt den einfach so. Du wirfst den drum um. Und 10 Sekunden. Auf der längsten Seite fangen wir an. 3, 2, 1, arop. Das haben wir auch 30 Sekunden lang. Und wer einen kleinen Upgrade will, wem das heute schon zu einfach ist, die kann nur 15 Sekunden mit uns tief drüber rauf bewegen. Wie wir das lo machen. Auch wenn der sich heute bewegt, muss der aber stabil bleiben. 5, 2, 1, ah, stopp. Und dann machen wir Pause. Lassen wir drum, selber, schließen auf der anderen Seite, die ich mir wechseln Zeit. Und noch los. Probiert immer schön, ob es passt, dass der Schülerin aber in enger Linie bleiben. Nach 15 Sekunden. Für das nicht einfach zu machen, könnt ihr auch den Arm rumstrecken. Da könnt ihr vielleicht besser sehen, wie der alineiert sieht. Und 3, 2, 1, aufheben. So. Ich mache noch meine Hand hier rauf und dann merke ich, wenn ich auf meine Hand gucke, ob ich schön an einer Linie bin oder nicht. Schön tief noch 4, den Bauch hochstrengen und dann 2, 1, für die, die können, rauf und rauf mit der Hüfte. Das ist nicht schlimm, wenn ihr das noch nicht packt. Ihr könnt den Training auch gerne ein paar Mal machen und ihr werdet sehen, dass ihr auch sehr heuer einen Fortschritt macht und dass die Stadt dann mir einfach fällt. 3, 2, 1, abhaus. So, die nächste Übung ist auf den Händen. Und zwar so, nur Hände in der Stütze. Da ist ganz wichtig, dass er Fußspitze rückzieht. Und eben die Hüfte so weit wie möglich rückdreht, dass er schön an einer Linie sieht. 10 Sekunden. Und 10 Sekunden. 4, 3, 2, 1, alles. Und hier wirklich auch immer daran erinnern, für die Hüfte rauf zu drücken. Wenn du eine Zeit gehst, bist du mit und dann sagt die Hüfte automatisch bis hoch. Und die Hüfte durch den Halen. Alle probieren. 5, 2, 1, und fertig. So, wir haben viel auf den Arm gemacht, für also ein bisschen Pause von den Arm zu gehen. Nehmen wir also auf den Rick.
Hornen auf die Schellerblätter und wir drücken so tief in die Luft. Das heißt nur ein Exerzis, den machen wir 45 Sekunden. Weil wir liefern sie in das Bein schön stark und dann wird das gut klappen. Dann 10 Sekunden fängt man an, dann machen wir tief in die Luft und nach eurem schön drum denken, für schön tief hoch zu halten. 3, 2, 1, anrupp. Ich kann den Hörner ausspannen dabei, für dass er wirklich ganz stabil ist. Und dann könnt ihr heute so nie, wenn ihr schläft, weil Geschwür fängt mal an. Und 3, 2, 1, hier wir mal aufwisseln, Face und Luft erstrecken. Die. Und auch probieren heute, wenn wir das machen, nicht mit der Hüfte seitlich anzubrechen. Schön stabil bleiben. Die Hüfte bleibt immer auf einem Punkt. Das haben wir nach 15 Sekunden, machen wir so weiter. Fünf. Pause. So, die nächste Übung ist so, wie wenn wir Pumpe machen gegen als Ausgangsposition. Das heißt, wir stellen uns so ab, auch hier ganz stabil sind, Bauchnabel ranziehen. Und da geht es darum, während 15 Sekunden zu halten und die anderen 15 Sekunden packen wir immer die anderen schöner an. Auch du nicht zu viel wackeln. Bob, sieh das an. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1, go. Ihr könnt der Bein ein bisschen mit Breite auseinander machen, dann hört er nur, wenn er nicht auf 3 Punkte steht, sieht er ein bisschen mehr stabil. Genau. 2, 1, und wir fangen an, die anderen Schulter zu bereiten. Das wackelt ein bisschen, wir probieren aber so stabil wie möglich zu bleiben. Und geht auch nicht darum, so viel wie möglich zu machen. Wir schön kontrolliert. Ah, Pause. Genau, schön kontrolliert das machen. So, wir bleiben an derselben Position. Und wir probieren hier also seitlich wasch zu drehen. Und dann kommen wir zurück und an die andere Seite. Und noch hier. Es geht nicht darum, für so viel wie möglich an 30 Sekunden zu machen, aber so schön wie möglich stabil zu bleiben und ein schönes, properes Exercice zu machen. Und 3, 2, 1, alles. Schön groß immer aufmachen und schön weit drehen. Auch 30 Sekunden lang. Und tauschen das gepackt, das heißt, ein schweren Exercice. Nach vorne. Pause. So, die nächste Übung aus dem bisschen für uns ernst entlasten. Wir gehen an die Halbposition. Aber wenn der Bubble gleich los sieht, da fängt man direkt an mit einem Bein so rüberauf zu gehen, während 15 Sekunden. Aber wenn man weiß, dann hören wir dann nicht an. Bin. Probiert heute auch nicht so sehr wie möglich, sondern so kontrolliert wie möglich und immer schön rüberdrücken. Und alles. Und schön tief rüberdrücken. Abwürfeln. Drei, zwei, eins, ab, Pause. So, wir leihen schon gut umrecht, da bleiben wir auch so leihen. Und die nächsten Exercise ist, mit den Fäusten sind wir ab und mit den Schultern. Und wir probieren, wenn wir so da leihen, die Arme so an die Luft zu halten und unsere Hüfte an die Luft zu drücken. So dass just unsere Schulterblätter und unsere Fäusten um Boden sind. Ganz geht auf 5 Sekunden los. Wir haben da doch 30 Sekunden lang. 3, 2, 1, anrupp. Dann kann ich auch schön halten. Ne? Und dann halten wir oben, für dass wir nicht zu viel an den Hohlkreuz halten. Wir sollen direkt ausstrengen, dass ein Hühner 4-5 cm über dem Boden muss. Falschen das schon gepackt.
Noch 5 Sekunden. Alle, alle, tough bleiben dürfen. Pause. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Übung. Da gehen wir dann an die selbe Position, wie wir den Komplegang machen. Und lo probieren wir für immer den Arm, den anderen Arm, den anderen Bein, den anderen Bein. Arm, den Arm, Arm, Bein, Bein, aufsetzen. Und dabei auch nicht zu viel wackeln. 3, 2, 1, a go! Arm, Arm, Bein, Bein. Und du auch schön an eurem Rhythmus, nicht zu sehr, weil sie Beine schon mehr wackeln. Du willst mir erst herausfordern und fragen, wie viele Sekunden oder sogar Minuten lang die das dort machen könnt. Also ganz wichtig, geht nicht darum, wie oft da mit den Armen oder mit den Face rüber geht, wie lange ihr das am ganzen halten könnt. Also will mir von euch wissen, wie lange ihr das gepackt hat. Und wenn sich dafür gemalt hat, dann machen wir das auch. Und dann gucken wir mal. Und mir dann so lange packen wie dir. Genau. Viel Spaß beim Nomachen. Viel Spaß. Bis die nächste Kaja. Adi.